Nach einem Aufruf auf der Webseite des FC Thun Berner Oberland hat sich der Michael Dieter bei Radio Blind Power gemeldet, für sich als Kommentator von dem Spiel für blinde und sehbehinderte Personen auszubilden. Radio Blind Power überträgt seit dieser Saison jedes Heimspiel vom FC Thun online, live, und zwar ohne Zeitverzögerung. Das heisst, man kann im Stadion die Matchen 1:1 mitverfolgen. Und das eben besonders für blinde und sehbehinderte Personen. Michael Dieter, warum hast du dich als Kommentator ausbilden von Radio Blind Power? Ich habe eine spannende Situation gefunden, wie das funktioniert, wie das genau abgeht. Und darum habe ich gemolden. Für die Blinden, wie das Ganze funktioniert, wie die das echt sehen, ohne dass sie sehen. Du hast jetzt den Frühling, hast du die Grundausbildung abgeschlossen, durchgeführt. Wie ist die Grundausbildung genau gegangen? Die Grundausbildung ist zu Bern im Studio von Blind Power gegangen. Da sind schon Moderatoren zusammengekommen, die Erfahrung haben von letzter Saison und vorletzter Saison. Und am Morgen war es der Infotag. Das ist, was alles gegangen ist, wie man es macht. Und dann der zweite Teil, auch am Morgen, sind wir dann mit einem erfahrenen Radioreporter und einem Beginner eigentlich, sind wir zusammengesessen und haben das am Computer einfach mal gemacht, einen Laptop-Match haben wir angeschaut. Und Blinde haben eigentlich zugelassen, live im Hintergrund, wie wir das machen, auf was wir achten müssen. Und eigentlich mehr Feedback gegeben darauf. Genau. Die haben uns Feedback gegeben und es ist, bis jetzt ist es gut gekommen. Was ist jetzt so der Unterschied? Wir reden ja von der Audiodeskription eigentlich. Nicht vom Kommentieren von einem Spiel, sondern eben Deskription, Beschreiben von einem Spiel. Was ist der Unterschied zwischen jetzt Kommentieren für Blinde und Kommentieren für Sehende? Der Unterschied ist, dass wir für die Blinden eigentlich das 1:1, was passiert auf dem Spielfeld, also emotionslos übertragen, dass die genau wissen, wo der Ball ist, ob jetzt im Mittelkreis ist oder im 16er. Und eigentlich keine Effektehascherei, wie es im normalen Fernsehen das passieren tut. Also keine Side-Geschichten natürlich. Es geht eigentlich vor allem nur um das Spiel, oder? Es geht rein ums Spiel, wo der Ball ist und was die Gegner und die eigene Mannschaft macht dort. Das können aber natürlich nicht nur Blinde hören, sondern auch Sehende. Und wenn jetzt irgendjemand das gehört und gerne eben mal ein Heimspiel so mitverfolgen von Radio Blind Power, wie muss er oder was muss er machen, was braucht er für eine Ausrüstung? Wenn er hier im Stadion ist, dann ist hier zu tun im Stadion, das ist eine 1:1-Übertragung ohne Verzögerung. Da ist am besten ein Smartphone oder ein Android, Handy, möglichst auf dem neuesten Stand. Und dort gehen Sie auf die Homepage von FC Thun, fcthun.ch/radio. Und da sind Sie eigentlich direkt im Live-Kommentator drin. Wenn Sie daheim sitzen, irgendwo in St. Gallen, und Sie wollen Thun St. Gallen hören, dann gehen Sie über Radio Blind Power rein und dort haben Sie einen Link, wo Sie dann auch reinkommen. Du bist ja so ein Novize, kann man sagen. Also du bist, hast noch nie selber ein Match selber live kommentiert. Du bist nochmal mitgegangen. Wie waren jetzt deine Erfahrungen gewesen, bis jetzt so mit dem Begleiten von diesen Radiokommentatoren? Es war spannend gewesen. Man muss die eigenen Emotionen ein bisschen zurückhalten. Und ich habe immer mitgelesen, was meine zwei Kollegen kommentiert haben und so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und es ist spannend. Es ist, ja, hier jetzt im Stadion, wenn man es 1:2 gehört, dann ist es wirklich interessant. Wir haben dann nachher Feedback bekommen von Verwaltungsräten von Blind Power, die auch sind schauen kommen. Und die haben gesagt, hey, das haben sie wirklich gut gemacht, es ist spannend, es ist eine tolle Sache, die sie da machen. Und jetzt hast du am Samstag deine Premiere im Heimspiel gegen FC Sion und bist so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, gell? Zu dieser Premiere. Erzähl schnell. Das stimmt. Wir haben einen internen Chat. Dort hat ein Kommentator abgesagt und da habe ich gefunden, ja, wieso nicht, am Samstag könnte ich doch machen, habe mich gemolden und ja, jetzt bin ich hier dann am Samstag. Und jetzt bist du noch nicht geräumig, wie nervös bist du? Es kommt kurz vor dem Match, sehr wahrscheinlich. Es ist jetzt eine Vorfreude da, man muss noch einen Text schreiben. Wir tun das immer einen Text schreiben, einen Ausblick für Text und dann im Nachhinein einen Rückblick und dann wieder einen Ausblick. Also, los Michael, wir wünschen dir alles Gute für den Match und wenn jetzt ihr der Michael Dieter und sein Match-Kommentar hören wollt, dann geht am Samstag während dem Spiel auf fcthun.ch/radio. Wenn ihr im Stadion seid, verzögerungsfrei, wenn ihr daheim seid im Auto mit ein paar Sekunden Verzögerung, könnt ihr dort den ganzen Match durchkommentiert von Michael Dieter hören. Und wenn ihr selber das Gefühl habt,
das wäre jetzt vielleicht noch etwas, so Blind Power Kommentator werden. Dann geht auf fctun.ch/blindpower. Die Adresse findet ihr auch da unten eingeblendet. Und dann habt ihr dort ein Anmeldeformular und den Kontakt zu Blind Power, wo ihr euch bei ihnen melden könnt.